Und wenn du das Produkt gut findest, egal was es kostet, und es gut wirklich, also du verwendest es, du zeigst es her, du brennst dafür, du sagst, oh mein Gott, ich liebe Faber-Castell, cool ist, ohne Scheiß, die haben Ja, so ich eine. auch. Ich habe eine Sammlung. Ich muss jedes Mal, wenn in einer neuen Farbe kommt, brauche ich. Ja, ich hab mir so ein Set von Amazon bestellt mit allen Farben. Dieser fucking Kugelschreiber kostet 10 Euro, Bruder. 10 Euro! Aber der schreibt schöner als einer mit 3 Euro oder 1 Euro. Ja. Und genauso ist das. Es gibt für alle Kategorien oder alle Preisklassen Abnehmer, weil Menschen sich mal was gönnen. Willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich hatte jetzt einen kleinen Zoom-Call, wie ihr gesehen habt, ein bisschen gearbeitet und jetzt springe ich unter die Dusche und ignoriert bitte das Klopapier. Ich muss es noch wegräumen, außerdem schaut es eben so ein bisschen aus. Mein Wäscheberg ist auch ein bisschen groß, aber that's the life. Hier sind die Hunde, das ist schon länger nicht mehr gesehen. Sophie, die Amy schläft und im Badeschrank. Hier ist die Bella. Hier ist die kleine Juhusi. Hier ist die Goldie. Und ich zeige euch auch den kleinen Bee. Ja, der Chillchen mit den Doggies. Mein Mann hat jetzt selbst gerade ein Zoom-Gespräch, hat man vielleicht ein bisschen gehört im Hintergrund. Und wie gesagt, ich gehe mal duschen. Ich habe heute noch viel vor, deswegen let's go. Fertig mit Duschen und das ist wirklich schon fast erschreckend, wie das Vloggen mir komplett aus der Hand geglitten ist. Früher habe ich immer gewusst, ja, ich mache jetzt was und jetzt nehme ich die Kamera und zeige euch das. Und jetzt habe ich mir gerade, beziehungsweise ich habe meinem Mann hier einen Proteinshake gemacht, ich zeige euch gleich welchen. Und währenddessen ich das zubereitet habe, ich vlogge doch. Oh mein Gott. Wie mir schon, also am Anfang war das total komisch, wo ich nicht mehr so viel gevloggt habe, dass ich dann immer gedacht habe, ich muss mitfilmen. Chill mal und jetzt ist es genau umgekehrt. Also ich zeige euch mal, was ich hier vorbereitet habe, weil ja, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Ich habe hier Wasser, habe ich gerade nämlich für Proteinshakes verwendet. Also ich habe hier meinem Mann einen gemacht und zwar den da hier. Er ist ja histaminintolerant und darf ja nur Protein aus Hanfsamen, was war da noch drin? Erbsenprotein und Kürbiskernprotein. Das ist auch ein veganes und das ist histaminfrei. Deswegen habe ich das für ihn gemacht. Das ist von Amazon. Ich kann es euch gerne verlinken. Ich habe mir hier einen Kollagen-Shake gemacht. Das sieht man nicht, aber drinnen ist. Ich trinke nämlich gern Clearway, also diesen durchsichtigen Protein. Das ist das vom Hofer, Aldi beziehungsweise. Kann man ja sehen. Leute, ich sag's euch, der schmeckt so gut. 20 Euro kostet der. Ja, ist halt nicht so teuer wie Moor. Aber schmeckt dem ähnlich und davon gibt es mehrere Sorten. Ich habe nämlich auch Eistee Pfirsich. Und hier rein habe ich mir mein Kollagen von Chogan reingemacht. Das trinke ich jeden Tag und ich sag's euch, meine Haare sind so viel gesünder und auch länger geworden. Meine Nägel wachsen brutal schnell. Crazy. Ja, ich bringe meinem Mann mal seinen Shake. Hier ist mein Mann. Wow. Zack. Was? Hi, fürs Vlog. Hallo, achso, wir machen. Okay. Lass ihn weiter arbeiten. Chogan-Parfum. Natürlich auftragen. Lavendel. Und das meine ich mit, meine Haare sind so lang geworden. Bitte gebt euch das, wie lang die schon wieder sind. Ich kann euch gerne ein Foto einblenden von meinem letzten Friseurbesuch. Es ist halt wirklich krass und es ist wegen dem Kollagen, was ich euch gezeigt habe, dieses Backerl. Ich blende euch gerne auch hier noch, wie die Verpackung bei mir im Onlineshop ausschaut und schaut auch gerne in die Infobox, da habe ich es euch verlinkt. Also dieses Kollagen ist einfach richtig, richtig gut. Außerdem beinhaltet es Aminosäuren. Und für die Leute, die mir schon ganz, ganz lange folgen, die können sich noch daran erinnern, dass ich ja immer wieder kreisrunden Haarausfall hatte. Ne? Ich hatte es sogar vor einem Jahr mal, glaube ich. Und dann ist es vor kurzem nachgewachsen. Schaut euch das an. Man kann es da so ein bisschen erkennen. Seht ihr das? Diese kürzeren Haare. Ja, da sieht man sie so wegstehen. Da hatte ich einfach so einen kreisrunden Haarausfall wieder. Das war mein letzter sozusagen. Und ich bin halt zur Mikronährstoffberaterin gegangen und die hat zu mir gesagt, ja, dir fehlen halt Aminosäuren. Weil die Ärzte sagen immer, ja, kreisrunde Haarausfall kommt von Stress. Ja, super. Stress. Das ist so ein Oberbegriff, aber ich erkläre euch, was sie damit meinen. Wenn wir Stress haben, machen wir? Wir ernähren uns einfach schlecht, wir schlafen vielleicht auch nicht so gut und wir schauen halt nicht auf uns, muss man uns ehrlich sein. Und das habe ich halt rausgefunden, das bedeutet das für mich, ich habe tatsächlich wirklich richtig schlecht gegessen. Ich habe Fast Food, einfach immer irgendwas, immer später am Abend. Und jetzt schaue ich drauf, dass ich wirklich meine regelmäßigen Proteine zu mir nehme. Das heißt, ich trinke so 2-3 Shakes am Tag. Am liebsten Clearway. Ich mag diese cremigen nicht so ganz. Also schon manchmal, aber nicht immer. Ich mag es lieber so. Dann Proteine, Ernährung. Darf auf jeden Fall drauf schauen. Und zusätzlich braucht der Körper Aminosäuren.
Und das bekommt er halt nur durch irgendwelche Lebensmittel und das produziert der Körper auch nicht selbst. Dementsprechend muss man es zuführen. Und Aminosäuren haben wir in unserem Kollagen drinnen. Deswegen, dieses Produkt ist einfach so ein Allrounder. Und außerdem ist es ein Allround-Kollagen, bedeutet, es ist nicht nur gut für Haut, Haare, Nägel, sondern auch für Gelenke. Mein Mann trinkt das und er hat immer Probleme mit seinen Gelenken, also mit dem Knie, ein bisschen Knorpel hat sich so gearbeitet und durch das Kollagen hat er keine Knieschmerzen mehr und es geht ihm einfach viel, viel besser. Ich kann es euch wirklich empfehlen, falls ihr eventuell unter Hausfall leidet, brüchige Nägel habt, ein bisschen Fältchen, weil Kollagen, glaube ich, wird ab dem 24. Lebensjahr nicht mehr so krass vom Körper gebildet, dann kann ich es euch empfehlen. Und wenn ihr einen kreisrunden Haarausfall oder so habt, dann geht mal zum Arzt. Schaut, dass ihr Nahrungsergänzungsmittel nehmt und im gegebenenfalls könnt ihr unser Kollagen auch dazu supplementieren. Ich bin fertig. Ich werde mich noch ein bisschen schminken. Das werde ich aber jetzt in einem Instagram-Livestream machen und dann muss ich was arbeiten, aber ich zeige es euch dann später. So, jetzt bin ich live. Ich stelle euch kurz ab. Schauen wir mal, wer in mein spontanes Instagram-Live einfach so reinkommt. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall anfangen zu schminken und nehme euch dabei ein bisschen mit. Mein Instagram-Live ist jetzt zu Ende. Ich kann es euch gerne zeigen. Ich habe es abgespeichert. Hier. Das habt ihr ja noch mitgesehen. Also wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, oder jetzt Mistiana Diamante, folgt mir. So, jetzt muss ich ein bisschen was arbeiten. Ich zeige euch gleich, was ich mache. Und zwar, ich habe hier unsere, Supplemente. Supplemente, das sind so Gelsticks, ich zeige es euch ganz kurz hier auch im Blog. Und zwar habe ich hier Multivitamin, das ist einfach so ein Multivit-Gel, das sind so Sachets, das sind so Tütchen, die macht man auf und trinkt man. Das ist zum Beispiel für einfach so ein Allrounder, alle Vitamine enthalten. Wenn man sich ein bisschen fühlt, dass man krank wird oder so, kann man das nehmen. Das ist ein Kollagen, das, was ich aus Pulverform zubereitet habe, ist das aber in Flüssigform und es ist so eine halbe Portion. Ich nehme das immer als Kollagen to go. Wenn ich jetzt irgendwo bin und jetzt mir nicht das Getränk anrichten kann, aber wenn es mir zu lästig ist, nehme ich dann sowas mit. Meistens, wenn ich auf Reisen bin, unterwegs bin. Dann mein All-Time-Favorite, Leute, dieses Speed Sleep. Ich habe ein bisschen mehr Probleme mit Einschlafen früher gehabt. Ich konnte vor 2 Uhr nicht einschlafen und dann habe ich nicht richtig durchgeschlafen. Das hat auch zu meinem Stress dazu geführt, deswegen habe ich auch Haarausfall bekommen. Und seitdem ich das Speed Sleep nehme, ist schon leer, das ist schon meine zweite Packung. Das ist auch so ein Sachet. Das trinke ich vom zu Bett gehen, so circa eine halbe bis eine Stunde davor. Und ich merke schon, wie schwummrig es mir wird. Es ist Melatonin drin. Ich liebe das. Und dann habe ich noch My Brain. Das nehme ich immer, wenn ich, muss ich gleich nehmen, aber das mache ich dann in dem Video für mein Team. Das ist, wenn man sagt, ich muss mich konzentrieren den Tag über und ich brauche einfach so ein bisschen mehr Brain, sozusagen, dann trinke ich das My Brain. Und dann gibt es hier noch was für die Herren. Und zwar heißt das Viril Gel. Und zwar schaut das so aus. Das ist ein schwarzes Sachet. Das ist halt für die Herren, für so ein bisschen die Potenz und um das ein bisschen zu unterstützen. Das Video werde ich jetzt gleich für meine Teamgruppe drehen. Ihr wisst ja, ich mache ja jetzt hauptberuflich, bin ich ja Jogging-Beraterin und ich weiß, viele haben sich halt so beschwert, so hey, du machst ja nur für YouTube, dann interessiert das doch keinen, was du gerade machst, du machst ja nur Joggen. Dazu kann ich euch mal gerne ein extra Video drehen. Ich habe YouTube als Leidenschaft begonnen und es wurde dann einfach zu einem Beruf. Es hat in mir einfach enorm viel Druck hervorgerufen und jetzt habe ich so ein bisschen Pause gemacht und das hat mir wirklich gut getan. Jetzt bin ich nämlich zurück und ich bin einfach mit Leidenschaft zurück, weil ich selbst total gerne YouTube-Videos schaue und dementsprechend habe ich das einfach für mich vermisst und dementsprechend bin ich zurück. Für die Leute, die sich das weiter gerne anschauen wollen, herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden, der gerne weiterhin meinen Content schaut. Für die, die das kacke finden, ja, dann ist es halt so. Kann ich jetzt auch nicht ändern und dann könnt ihr halt meinen Kanal verlassen. Ich bin da niemandem böse, um Gottes Willen. Und für die Leute, die eventuell sagen, hey Diana, mich würde dieses Joggen-Business auch sehr interessieren, dann meldet euch bei mir. Schreibt mir eine E-Mail-Adresse, schreibt mir über meinen Instagram-Account. In meinem Instagram-Account ist auch meine Telefonnummer, da könnt ihr mir direkt über WhatsApp schreiben. Meldet euch und dann finden wir eine Lösung. Also ich erzähle euch mal, was dieses Business auf sich hat und generell werde ich vielleicht sogar mal ein YouTube-Video dazu drehen. Ja, ich muss dafür arbeiten, Leute, und dann muss ich die Kinder holen, deswegen bis später.
jetzt ist Mittagspause für mich. Ja, E-Mails klicken noch rein. Auf jeden Fall habe ich mir einen Käferbohnensalat mit Kürbiskernöl und Zwiebeln gemacht. Das esse ich jetzt so neben dem Arbeiten. Ich war übrigens auch schon die Kinder in der Zwischenzeit abholen von Schule und Kindergarten. Euch habe ich nicht mitgenommen, weil es sowieso ultra stressig gewesen wäre. Und mit 3 Kleinkindern und mit einer Kamera habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja, die Kinder haben auch schon Mittag gegessen. Heute gab es unspektakuläre Chicken Nuggets. weil keine Zeit für großartiges Kochen. Ich muss wirklich heute noch viel, viel arbeiten, deswegen, ist halt nicht so viel Spannendes, außer Diana sitzt hinterm Laptop und isst, ich hoffe, ich patze mich nicht am Kürbiskernöl, ist brutal. Das geht nicht mehr aus. Jetzt haben wir hier Homework-Session mit meiner kleinen Luisa. Sie hat ihre Hausaufgaben hergebracht und jetzt muss sie das hier machen. Die Luisa hat gesagt, sie will zurück in den Kindergarten. Warum ist sie in den Kindergarten? Ja, weil du keine Hausaufgaben machen musst und spielen kannst. Ich schwöre euch, das ist genau dieselbe Aussage, als Freddy Michelle. Bist du die Mini Michelle? Die Lara war ein bisschen anders hier, aber ist nicht schlimm. Das vergeht. Ja. Brav. Sehr, sehr brav. Das Bild muss ich euch zeigen. Patrick ist von der Uni gekommen und gibt uns Updates. Michelle ist auch hier und hört tüchtig zu. Dann schaut mal an diese Lucy Bär. Lucy? What you doing? Gibst du bald die Kuss? Sorry, wusste ich nicht. Okay, jetzt gibt es weitere Infos vom Studiengang. So. Los. Nein, das bleibt private. Heute bin ich eine Gefangene meines Büros. Leute, ich sag's euch, normal ist es jetzt nicht so krass. Also ich mache auch andere Sachen. Ja. Ich bin auch mal mit den Kindern und im Wohnzimmer. Aber heute war es wirklich ein ganz, ganz krasser Workday. Ich erkläre euch das kurz. Wir befinden uns ja im Oktober und hier haben wir den Sprint. So nennen wir das hier bei Jogen im Network Marketing, wo wir viele Sachen fürs Team vorbereiten. Und ich habe jetzt gleich noch ein Coaching. Heute habe ich nur Sachen vorbereitet, nur Designs gemacht und sonst irgendwas. Und jetzt hat mir der Papa gerade Essen gemacht, sag mal. Das da. Und zwar Würstel mit Pommes, selbstgemachte Pommes. Love it. Ich muss noch hier meine Präsentation fertig machen. Die halte ich heute. Die Aufgaben fürs Team. Und ja, ich würde sagen, ich mache mal hier hin, weil um 21 Uhr geht's los. Kann man das sehen? I don't know. Egal, um 21 Uhr, in 20 Minuten geht's los. Ich muss irgendwie essen und ja, auch noch die Präsentation fertig machen. Aber ist nicht mehr viel. Schaffe ich schon. Leute, ich bin schon fertig mit Arbeiten. Ich hatte meinen Zoom-Call und jetzt habe ich mein Pyjama-T-Shirt angezogen. Aber ich bin noch nicht abgeschminkt. Hier ist Lucy. Tante Lucy. Hallo. Die Bella und der Papa. Jo, Pyjama passt schon. Jo, passt schon. Ja, mit dem Papa noch ein bisschen da gesessen, haben ein bisschen gequatscht. Heute war wirklich, wirklich Working Day, aber morgen mache ich was draußen. Morgen habe ich einen Friseurtermin, da freue ich mich schon drauf. Was ich einfach seit dem Minimum schaue ich so scheiße aus. Nein, ich gehe auch zum Friseur. Du gehst auch zum Friseur? Yep. Dame Lucy, was ist Lucy? Die Lucy möchte eigentlich schlafen. Hier in diesem Haus kann die arme Lucy nicht mehr schlafen. Als die Lucy 3 Wochen alt war, war sie so groß wie ein iPhone. excuse me. Ah, schau, Doppelkin. Jetzt ist sie so groß wie ein iMac. Schau, Doppelkin. Oh. Fett. So, ne? Guri. Lucy. Ja. Alle Kinder schlafen schon und ja, wir werden jetzt auch gleich ins Bett gehen. Geh, lass die Hunde schlafen. Wobei es nervig, dass die armen Bälle nicht schlafen. Übrigens, wenn ihr das seht, die Couch ist angemalt, ja. Das war der Philipp. Hier ist einfach alles scheißegal, weil sie einfach hundemüde ist. Na gut, mein Lieben. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen.